Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den 18. November und am 18. November präsentiert der Marc Hagenbeck, unser Mentalist und Gedankenleser, das prominente Geburtstagskind, und das wäre... Das wäre die Kim Wilde. Kim Wilde hat heute Geburtstag. Wann ist sie geboren? In welchem Jahr? Die ist geboren am 18. November 1960 und hat natürlich welchen ganz bekannten populären Song gemacht? Kids in America. With the Kids in America. Ganz genau. Kids in America, jawohl. Aber später auch noch ein paar. Ja, natürlich. You Keep Me Hanging und den ganzen Kram, den sie gemacht hat. Den ganzen Kram, genau. Wirklich super erfolgreich und zeitlos, wie ich finde. Und am 18. November 2002 ist auch was passiert. Am 18. November 2002... Ein Messer? In meine Richtung? Da hat, da hat ein 17-Jähriger mit einem Messer bewaffnet in einer Schule in der Nähe von Barcelona 20 Kinder und eine Lehrerin als Geisel genommen. Sagt man erstmal, blöd. Ja. Bei dieser Geiselnahme, die auch übrigens ohne Blutvergießen beendet worden ist, nach 4 Stunden, wollte er zuerst 1,6 Millionen Euro Lösegeld haben. Nach einer Weile ist er dann auf 6.000 Euro runtergegangen. 6.000? 6.000 ist er runtergegangen. Oh Gott. Und dann nach 4 Stunden wurde das Ganze ohne Blutvergießen... Wie alt war der? 17. 17. Ja, genau. Also ist natürlich nicht schön für die Geiseln. Ja, ist natürlich auch blöd, 4 Stunden da irgendwie unter... diesen Menschen da irgendwie zu sein. Mhm. Aber wenn man sagt 1,6 Millionen und dann 6.000, ach Junge, also ehrlich, wirklich. Aber unblutig alles? Ja, alles ohne Blutvergießen beendet worden. Aber das war am 18. November 2002. Und wir haben noch ein Fakt des Tages. Und zwar, Hunde träumen meistens von ihren Besitzern. Hunde sieht dann so aus. Träumen? Meistens von ihren Besitzern, ja. Ehrlich? Hm? Das ist, hast du mal gesehen, wenn Hunde, hast du mal einen Hund gesehen, der schläft, zufälligerweise? Ja, da hinter mir. Hm. Nee, so meinen sie in echt. Ja. Ich habe das schon mal gesehen, und manche Hunde, die laufen so, wenn im Schlaf, ne? Und dann träumen die gerade davon, dass sie mit ihrem Besitzer spielen oder Gassi gehen oder sonst irgendwas. Aber wie kriegt man das denn raus? Das würde mich mal interessieren, wie man das rausgekriegt hat, dass sie von ihrem Besitzer, der kann ja nichts erzählen. Ich denke mal, dass sie das über Hirnströme messen. Über Hirnregionen, die angeregt werden. Also ich nehme an, die haben da so Sonden bei Hunden mal in die Köpfe reingesteckt. Und haben mal geguckt, welche Hirnregionen werden eigentlich angeregt, wenn so ein Hund mit seinem Besitzer spielt. Und haben das dann im Traum mal überwacht. Und da sind wahrscheinlich dann diese Hirnregionen auch genau stimuliert bzw. angesprochen worden. Marc, du bist ja manchmal richtig schlau. Ja, manchmal, ne? Hammer. Ja, jetzt haben wir ganz viel gelernt. Am 18. November... Und wenn ihr am 19. November noch mehr wissen wollt, dann schaltet ihr morgen wieder rein. Genau. Ich sag bis dahin Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.